Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute mit einem 10 Booster Unboxing, 10 verschiedene Serien. Da würde ich sagen, kommt jetzt erstmal mein Intro und dann geht's hier los. So, ja, 10 verschiedene Booster hier. Wir haben hier einmal hier hinten Euro 2020 Sticker. Dann haben wir hier die Sticker der Bundesliga aus der Saison 23/24. Dann haben wir hier Sticker der Panini Top Class 2022. Dann hätte ich hier noch Panini Top Class Trading Cards 2022. Dann habe ich hier Lego Batman Sammelkartenspiel. Ich glaube, die war noch in UP. Dann habe ich hier noch Lego Nexonites Serie 2. Könnten schon ziemlich älter sein. Dann hätte ich hier noch Marvel Missions Trading Card Game von Topps. Dann hätte ich hier noch die kleben. Die waren an Zeitschriften. Euro 2020. Trading Cards. Und dann hätte ich hier noch die Trading Cards Serie Bundesliga von Topps aus der Saison 2020/2021. Und dann habe ich hier nochmal die normalen Match Attacks Bundesliga. Die waren extra. Das sind die normalen. Auch 2020/2021. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich mache die auf die Seite. Ach. Von den Karten hier geht immer ein bisschen was ab. Deswegen ist hier der Stipp. Ja. So. Wir starten hier mit den Magic Tags extra. Mal schauen, wen wir da so ziehen. Na? Okay. Was haben wir denn hier schon? Ich guck mal, ob es irgendwie was gedreht ist. Nö, okay. Als erst hätten wir hier, wen haben wir denn hier eigentlich? Manuel Pritel von Arminia Bielefeld. Als nächstes, was sind das überhaupt für ein was ist das für eine Karte? Limited Edition. Ah, da unten steht's. Unten links. Ziemlich klein geschrieben. Dann hätten wir hier von Würzburger Kickers. Arne Feig. Dann hätten wir hier Mateta von Mainz 05. Dann hätte ich hier Ache von Frankfurt. Der ist ja jetzt bei Kaiserslautern. Dann haben wir hier Avoni von Union. So, das war. Ich glaube, die passen nicht alle hier hin. Ich mache die mal weg. So, wir hätten die normalen Match Attacks Bundesliga. Ich bin mal gespannt, wann die neuen rauskommen für diese Saison. Champions League, die kommen, glaube ich, so Mitte September. Da habe ich ja auch schon die First Edition geöffnet. Wir haben hier Olmo von Leipzig. Hätten wir hier von Bayern Kingsley Coman. Das sollte, glaube ich, verkauft werden. Mal gucken. Da hätten wir hier von Würzburger Kickers Luca Pfeiffer. Das Leipzig-Logo. Grüße gehen an Skywalker. Dann haben wir hier Matchwinner Niederlechner von Augsburg. So. Als nächstes hätte ich hier die Euro 2020 von Panini. So. Ich weiß gar nicht, wie voll ich die da hatte. Ich habe die hier auch gesammelt. So, erstmal gucken, ob hier irgendwas verdreht ist. Jawohl. Die brauche ich auch nicht. Ups. Die brauche ich natürlich noch.
Okay, wir starten mit Heuberg. Dann hätten wir hier Quincy Promise, Karafeev oder ja, so ähnlich. Lukaku, Roland Saloy. Dann haben wir hier Yang To. Dann haben wir hier, was ist das für eine? Fans Favorite? Wer ist denn das? Alderweireld. Und dann haben wir noch Morata. Alvaro Morata für Spanien. Als Goal Machine. Goal Machine. So, da hätte ich hier die Marvel Missions. Ich weiß gar nicht, wo ich die mal hatte. Ob die jemand zugeschickt hatte. Oder ob die irgendwo in der Zeitschrift dabei waren. Ich weiß es nicht mehr. So. Gibt es hier irgendwie was Verdrehtes? Ja. Einiges verdreht. Okay. Als erstes hätte ich hier Scarlet Witch. Ich glaube, hier steht auch der Film drauf. Adventures. Da kann ich nicht viel zu sagen. Guardians of the Galaxy. Kennt man ja, glaube ich. Kraklin. Da hätte ich hier nochmal Guardians of the Galaxy. Achso, hier ist Volume 2. Da müsste hier dann der erste Teil sein, glaube ich. Roman Day. Da hätte ich hier Nick Fury aus Avengers, oder? Könnte Adventures sein. Ja, da oben ist das A. Und da habe ich hier noch Doctor Strange. Yeah. Doctor Strange. Noch nie gesehen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich gucke ja schon Marvel-Filme oder DC. Als nächstes hätte ich hier die Lego Nexo Knights Trading Cards Game Serie 2. Oh, ich habe noch einen Haufen Lego Nexo Knights. Glaube ich. Ich glaube, die erste Serie war das. Mal gucken. Wenn sich Interessenten für so Videos findet, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Wir haben hier Mega Clay. Ist das irgendwie eine extra Karte? Glaube nicht. Da haben wir hier Erwachter Steingeul. Der Steinkoloss. Dann haben wir hier noch Landesrobo-Pferd. Und Steingefahr, Steingefährt. Ja. Dann hätte ich hier die Lego Batman Serie von OP. Mal auch mal. Wir müssen uns noch mal gegenseitig ein Dings machen. Mail Day. Warte mal. Ich glaube so rum. Jawohl. So, so. Alles klar. Wir hätten hier Justice League Cyborg. Hätten wir hier irgendwie so ein Puzzleteil. Nochmal eins. Passt das hier so? Kommt das hier so dran? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Wir haben hier, was ist das hier? 183? Nee. Ich glaube, das kommt ganz oben rechts. Da haben wir hier Mighty Micros Batman. Joker. Da war es das mit der Lego Batman. Wir kommen zu Panini Top Class aus der Saison 2022. Habe ich nie wirklich gesammelt. Die waren bei den Zeitschriften dabei. Ich habe hier noch mehrere, wo noch an den Zeitschriften pappen. Pappen, pappen. So, mal kurz gucken.
Auch wieder einiges verdreht hier. Yep. So. Wir haben hier Zinchenko von Manchester City. Matip von Liverpool. Wie sehen die dann von hinten aus? Ach so. Wir haben hier Dumfries. Abwehrspieler. Ein rechter Abwehrspieler. Da haben wir Nacho von Real Madrid. Wir haben hier FC Bayern. Mit Neuer, Pavard, Süle und Upa. Die zwei sind schon gar nicht mehr da. Gibt es da noch einen zweiten, wo hier dran kommt? Kann sein, oder? Da haben wir noch Salah von Liverpool. Nice. So, dann kommen wir hier zu den Stickern. Na, hallo? Willst du nicht aufgehen? Ach, das ist wegen dem Kleber. Ach, verdammt. Das hasse ich. Panzerkleber immer an den Zeitschriften. Oh, schon wieder Salah hier. Glitzersticker. Nice. Aber da haben wir hier von Manchester United Raphael Varane. Dann hätten wir hier Mendes von Paris. Von Manchester City haben wir hier Rodri. Der beste Mittelfeldspieler. Oder defensiver Mittelfeldspieler. Finde ich. Von Juventus haben wir hier Bonucci. Und da war es das mit der Sticker-Serie hier. Wie haben wir da noch? Oh, wir haben nur noch zwei. Da haben wir es. Wir fangen mit der Bundesliga an. So. Komm raus. So. Okay. Kann man so lassen. Wir haben hier Dennis Geiger von Hoffenheim. Oh, hier, Andi Bremer. Von Laudern. Müsste doch Bremen gewesen sein. Bremer, so. Frank Honorat von Gladbach. Dann haben wir hier noch Nicolau und Ucha. Ucha. Dann haben wir noch von Bochum. Patrick Osterhage. Wunderkind. Als Wunderkind hier. Dann haben wir Kevin Trapp von Frankfurt. Und das Wolfsburg Trikot. Ich habe noch ein volles Display, aber nicht von der Serie hier. Weiß gar nicht mehr. Ich habe ja ein Jahr Pause gemacht. Ah, mal gucken. Wir haben hier von Portugal. Also es ist jetzt Euro. Was war das? Euro 2020? Jawohl. Euro 2020. Von Portugal haben wir hier Bernardo Silva. Nordmazedonien Logo. Dann haben wir hier von den Niederländern Joel Feldmann. Von Tschechien haben wir hier, oh, den spreche ich schon gar nicht aus. Dann haben wir hier von Italien Federico Bernardeschi. Und das war der letzte Sticker von den 10 Booster Unboxing. Na? So, die anderen baller ich hier nochmal so rein. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr nochmal so ein Video sehen wollt, ich habe genug Sticker und Trading Cards. Dann schreibt es in die Kommentare, gebt ein Däumchen nach oben und haut rein. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.